In diesem Video möchten wir einmal auf die Frage eingehen, brauche ich einen Restriktor, welchen Restriktor brauche ich und was macht überhaupt ein Restriktor bei einem Toler? Es gibt im Internet ein Video, wo ein Airworks-Turbolader an einem BMW-Motor häufiger kaputt geht und immer wieder der gleiche Turbolader verwendet wird. Und irgendwann, leider erst in den Kommentaren, wird erwähnt, dass die Ursache der Restriktor war. Wie kann es überhaupt zu solch einem Schaden kommen an einem Turbolader, wenn man doch der Meinung ist, ein Restriktor tut dem Turbolader etwas Gutes? Grundlegend die Frage, wann brauche ich einen Restriktor? Diesen Restriktor brauche ich nur bei kugelgelagerten Turboladern. Ein Airworks-Turbolader, wie in diesem Beispiel kaputt gegangen ist, braucht keinen Restriktor, denn ein Airworks-Turbolader funktioniert mit einem gleitgelagerten Lager. Das gleitgelagerte Lager ist ein hydrodynamisches Lager, das heißt, es schwimmt in Öl. Es braucht natürlich eine große Menge Öl, um entsprechend in diesem Öl zu schwimmen. Das Kugellager hingegen ist ein Lager, wo viele kleine Kugeln sind und diese kleinen Kugeln müssen mit Öl benetzt werden. Sie dürfen aber nicht komplett im Öl schwimmen. Das heißt, zu viel Öl im Kugellager ist schlecht, zu wenig Öl im Gleitlager ist eine absolute Katastrophe und bedeutet den Tod des Turboladers. Dann kommt die Frage, warum ist der Restriktor, wenn er denn benötigt wird beim Kugellager, nicht in dem Kugellager integriert oder in diesem Turbolader integriert? Der ist integriert, das hört man auch öfter, dass der Restriktor entsprechend vorhanden ist. Nur in vielen Anwendungsfällen ist er eben nicht ausreichend. Und das ist dann, wenn zum Beispiel der Öldruck sehr hoch ist. Die meisten Turbolader kommen aus dem amerikanischen Bereich. Amerikanische Motoren haben häufig einen geringen Öldruck. Und japanische Motoren zum Beispiel, gerade hochdrehende Motoren auch, haben häufig einen hohen Öldruck. Und dieser hohe Öldruck ist dann zu viel für das Kugellager und dann brauche ich den Restriktor. Also relativ simpel. Niedriger Öldruck, kein Problem. Hoher Öldruck, Restriktor notwendig. Zieldruck am Turbolader ist in der Regel 3 bar. Alles ab 5 bar benötigt effektiv einen Restriktor. Nun komme ich zu der Frage, welchen Restriktor benötige ich denn? Und hier haben wir eine große Auswahl von Restriktoren. Es sind die fertig eingebauten in dem Turbolader. In dem Fall, wie man hier schön sieht, keine Restriktoren, sondern ein Zulaufadapter, weil der ist nicht reduziert im Vergleich dazu dieses Modell. Dieses ist entsprechend reduziert, das nicht. Hier sieht man ganz deutlich, das auch nicht. Hat damit zu tun, dass das die Originalen sind und da drin dann der Restriktor im Turbolader ist. Wenn diese nicht reichen, bieten wir entsprechende Alternativen an. Das ist, glaube ich, das entsprechende Pendant dazu, korrekt, um dann einen Restriktor zu haben. Jeder Turbolader oder jeder Turboladerhersteller verwendet verschiedene Gewinde. In dem Moment brauche ich dann ein anderes Gewinde am Restriktor selbst. Das heißt, die Restriktoren sind auf den Turbolader erstmal auszuwählen. Welchen Turbolader habe ich? Passt dort der Restriktor, den ich benutzen möchte? Oder andersrum, welche Restriktoren passen dann? Dann ist die Auswahl entsprechend ein bisschen kleiner. Wenn ich dann die Auswahl getroffen habe, welcher Turbolader, welcher Restriktor überhaupt in Frage kommt, geht es um die Einbausituation. In den meisten Fällen haben wir den klassischen Einschraubadapter oder wir nennen ihn Zulaufadapter, wo ich die Seite im Turbolader einschraube. Das ist der Konus, der am Turbolader praktisch, also im Turbolader wieder drin ist und dort abdichtet. Und hier oben habe ich einen klassischen Dash-4-Anschluss, was in der Regel für Ölzulaufleitung verwendet wird. In manchen Situationen verwende ich aber auch ein Ringauge, weil ich nach oben hin gar nicht den Platz habe und mit einem Ringauge arbeite. In dem Fall habe ich zum Beispiel eine Hohlschraube mit entsprechendem Restriktor. Oder dieser Adapter hier ist zum Beispiel dafür da, auf eine Originalleitung des Fahrzeugs zu adaptieren. Und dann muss ich keine neue Leitung dafür bauen. Für einige Turbolader, nicht für alle, für die, sag ich jetzt mal, gängigsten Turbolader, in dem Fall jetzt hier Garrett GTR GTX Serie, habe ich dann die Auswahl übrig geblieben von 3 verschiedenen Farben. Jetzt ist die Frage, was machen diese Farben? Die Farben haben eigentlich gar nichts zu bedeuten. Es ist eine Eloxierschicht und die ist nur dafür da, damit wir auf einen Blick sehen können, welches ist der richtige Restriktor. Diese Restriktoren hier sind, glaube ich, mit 1,1 mm, 0,9 und 0,7 mm. Und wir haben nur die farbliche Markierung für uns genommen, damit wir die zuordnen können und wissen, welchen Durchmesser dieser Restriktor dann entsprechend hat. Welchen Durchmesser brauche ich? Das hängt ganz davon ab, wie hoch der Öldruck ist. Und in dem Moment geht es darum zu verstehen, was passiert, wenn der Durchmesser nicht klein genug ist. In dem Moment kommt zu viel Öl in das Kugellager des Turboladers. Dieses Öl muss irgendwo hin. Und es wird meistens seitlich über die Abdichtung an der Seite hinausgedrückt. Das heißt, ich habe dann in der Ansaugung Öl und ich habe in der Abgasseite Öl.
per se, der Motor verbrennt Öl oder es gelangt direkt in die Abgasanlage und ich habe meistens blauen Qualm hinterm Fahrzeug. Simpel zu erkennen, oh Gott, da stimmt irgendwas nicht. Muss kein Turboladerschaden sein. In den meisten Fällen wird daraus auch kein Turboladerschaden entstehen, wenn man schnell genug reagiert. Und dann muss ich anfangen, mit dem Reduzierer den Öldruck entsprechend am Turbolader abzusenken. Und das kann ich entweder aus Erfahrungswerten machen, ihr sprecht mit uns, oder ihr geht stufenweise runter, immer ein bisschen kleiner und noch kleiner und noch kleiner, um den Öldruck entsprechend oder die Ölmenge entsprechend zu reduzieren, bis kein Qualm mehr da ist und auch kein Öl mehr in den Gehäusehälften zu sehen ist. Ein wichtiger Punkt ist noch die Größe der Leitungen, insbesondere der Rücklaufleitung. Ist die Rücklaufleitung zu klein, habe ich das gleiche Schadensbild, als wenn ich keinen Restriktor verwende oder der Restriktor zu groß ist. Also hier bitte Vorsicht, dass ihr nicht den Turbolader killt. Die Problematik ist, dass viele denken, durch dieses kleine Loch, was hier vorne drin ist, brauche ich keine große Rücklaufleitung. Doch vor diesem kleinen Loch habe ich das Öl bei einem Öldruck von zum Beispiel 6 Bar. Das heißt, ich drücke ja die Ölmenge, die dort durchgeht, auf einen kleinen Raum zusammen. Dementsprechend brauche ich nur eine kleine Leitung. Der Rücklauf eines Turboladers ist aber drucklos und dann dehnt sich das Ganze wieder aus. Dementsprechend brauche ich eine große Rücklaufleitung. Nehme ich eine zu kleine Leitung, staut sich der Rücklauf wieder nach oben, füllt sich praktisch im Turbolader und das Öl tritt wieder an den Seiten aus, weil es nicht weiß, wo es hin soll. Dementsprechend habe ich wieder blauen Qualm, weil der Motor Öl verbrennt und ich denke, ich bräuchte einen Restriktor, reduziere noch weiter. Irgendwann habe ich gar kein Öl mehr, also nicht mehr die ausreichende Ölmenge im Turbolader und der Turbolader ist hinüber. Das wollen wir vermeiden. Deswegen empfehlen wir Zulaufleitung -4, Rücklaufleitung -10 und den Restriktor dann entsprechend dem Öldruck des Motors. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann lasst uns den Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal, um weitere Videos zu dem Thema Motorentuning, Turbolader etc. zu sehen.